Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar heute zu einer Rezension. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ja, ihr Lieben, heute geht es um dieses Werk hier, das zweite Werk aus der Feder von Maya Lunde und der Illustratorin Lisa Aisato. Dieses Buch ist erschienen im BTB Verlag, kostet in diesem Format 15 Euro, was ich für dieses grandios gestaltete Hardcover in diesem etwas breiteren Format eigentlich sehr großzügig finde. Falls ihr den in Anführungszeichen ersten Band, die Schneeschwester, noch nicht gelesen habt, ich werde euch die Rezension in der Infobox verlinken. Hier aber ganz zu Anfang gesagt, das sind zwei vollkommen unabhängige Geschichten, die aber in einer Jahreszeiten-Trilogie in irgendeiner Form zusammengehören. Das ist das, was ich auf jeden Fall darüber gelesen habe. Also man hört immer wieder den Überbegriff Jahreszeiten-Reihe. Ich weiß nicht, ob wirklich noch Sommer und Herbst kommen werden, ob das geplant ist. Das ist aber eine eigenständige Geschichte, genauso wie die Schneeschwester. Trotz allem sind sie natürlich beide von Maya Lunde und beide illustriert von Lisa Aisato. Und in dieser Geschichte geht es um Lilia. Lilia ist ein junges Mädchen und sie ist aufgewachsen in einer Welt, in der es nur regnet und dunkel ist. Ja, es regnet, es ist dunkel, das Leben hat keine Farbe, die Menschen können nichts anbauen, weil einfach keine Sonne da ist. Die Sonne ist verschwunden. Und ja, ihr Großvater ist allerdings der große Held dieses Ortes, wo Lilia lebt, denn er scheint in seinem Gewächshaus trotz allem noch Gemüse anbauen zu können. Allerdings ist das Gewächshaus für Lilia Sperrzone. Sie darf da nicht rein, eigentlich darf niemand da rein, doch eines Tages vergisst ihr Großvater sein Mittagessen, sein Brot zu Hause und deswegen folgt Lilia ihm und entdeckt, dass in dem Gewächshaus ja gar nichts drin ist. Keine einzige Pflanze wächst dort und Lilia beginnt sich zu fragen, wo ihr Großvater denn jeden Tag hin verschwindet. Und ja, sie beginnt natürlich zu begreifen, dass das irgendwas damit zu tun haben muss, dass die Sonne verschwunden ist. Und jetzt beginnt das große Abenteuer von Lilia, denn Lilia ist die Heldin dieser Geschichte und Lilia wird versuchen, die Sonne zu befreien. Ja, ihr Lieben, was soll ich euch zu dieser fantastischen Geschichte sagen? Erstmal beginne ich vielleicht nochmal mit der Sache, die mich an der Schneeschwester so ein bisschen gestört hat. Die Schneeschwester war ja eine Art Weihnachtsgeschichte, die vor 2, 3 Jahren auf den Markt gekommen ist und wo ich auch sofort Feuer und Flamme war, weil ich einfach dieses Zusammenspiel von Maya Lunde und Lisa Aisato so fantastisch fand. Und dann habe ich das gelesen und man muss auch ehrlicherweise zugestehen, dass die Geschichte wirklich gut gemacht ist, schön geschrieben ist. Allerdings war sie mir zu deprimierend. Ich fand, das war eine unheimlich deprimierende Weihnachtsgeschichte. Und gerade zu Weihnachten wünsche ich mir halt immer etwas, was etwas aufmunternder ist, etwas fröhlicher ist, wodurch man in Weihnachtsstimmung kommt und wo ich nicht danach sitze und eigentlich nur noch traurig bin. Und das heißt im Umkehrschluss nicht, dass ich die Geschichte schlecht fand. Das heißt halt einfach nur, dass ich die Stimmung, die durch die Geschichte transportiert wurde, gerade für mich überhaupt nicht zur Weihnachtszeit gepasst hat. Jetzt haben wir hier eine Geschichte, in der es um den Frühling geht. Und der Frühling ist ja etwas, was Neuanfang, neue Blüten, neues Leben intendiert in irgendeiner Form. Der Frühling weckt uns nach den langen grauen Nächten des Winters wieder auf und wir räkeln uns, wir freuen uns, die Nächte werden wieder länger und es ist einfach eine Zeit im Jahr, in der man sich wieder aufrappelt, wieder neue Luft atmet und sich des neuen Jahres erfreut. Meine persönliche Lieblingsjahreszeit ist der Frühling. Ich liebe die Farben, ich liebe die bunte Vielfalt an Blüten, die wir anfangen oder ja im Laufe des Frühlings zu sehen bekommen. Für mich ist der Frühling vom Wetter her die perfekte Mischung. Ich finde den Winter zu kalt, ich finde den Sommer zu warm. Ich liebe die milden Temperaturen, die der Frühling hervorruft und ich finde einfach, dass der Frühling diese herrliche, ich richte mich wieder auf Stimmung hat und etwas total Schwungvolles, was einen irgendwie wieder so ein bisschen mehr
in Bewegung bringt. Ich mag das total. Also Frühling, meine Lieblingsjahreszeit. Jetzt haben wir hier ein Buch, das natürlich unheimlich grau beginnt. Und da war natürlich wieder so ein bisschen mein Zweifel geweckt, okay, kann dieses Buch vielleicht mal, ja, kann das überhaupt transportieren, was der Frühling transportiert? Ne? Und das kann es. Denn in diesem Buch geht es darum, die Sonne wiederzuholen und genau das zu erschaffen, was der Frühling ist. Neues Leben, Farben. Und es ist eben genau das, was Anfang der Geschichte fehlt und das wir hoffentlich durch Lilia wieder zurückbekommen. Und ich fand auch das Ende in diesem Buch so schön, weil das halt wirklich genau das aussagt, dieses, ich habe einen Freund gefunden, es geht mir besser, ich habe meine Familie gerettet und jetzt beginnt ein Neuanfang. Und das ist genau das, was ich auch mit dem Frühling verbinde. Und deswegen hat mir dieses Buch so unheimlich gut gefallen, weil es eben wirklich das widerspiegelt, was die Jahreszeit auch, ja, einfach mit sich bringt und was man selbst als Mensch mit dieser Jahreszeit verbindet. Und das fand ich unheimlich schön. Zudem muss man natürlich sagen, dass die Bilder fantastisch sind und natürlich auch genau das widerspiegeln, was im Text drin ist. Ich finde auch hier das Zusammenspiel von Text und Bild einfach nur unheimlich gut gelungen. Ich finde, Lisa Aisato hat eine Art zu zeichnen, die ganz fantastisch einfach Emotionen übermittelt. Diese Bilder leben von Gefühl. So eine gefühlsgewaltigen Bilder bekommt man nicht von jeder Illustratorin zu sehen. Und Lisa Aisato schafft es mit einem Bild, dem Leser alles zu vermitteln, was in der Geschichte gerade an Gefühlen rüberkommen soll. Und das ist einfach nur unheimlich schön, wie jemand das mit Bildern in einem hervorrufen kann. Zudem natürlich diese wunderbare Geschichte, die Maja Lunde da außenrum gesponnen hat. Was soll ich sagen? Also mich hat dieses Buch regelrecht begeistert. Ich habe das gelesen, ich habe mir die Bilder angeschaut und es war ein Wechselspiel aus Erstaunen und Gefühlen, die das in mir hervorrief, dass ich wirklich zum Schluss da saß und mir so dachte, wow. Also dieses Buch hat es bei mir geschafft, alle Zweifel, die ich im ersten hatte, also bei der Schneeschwester hatte, wegzufegen und zu sagen, ja, hier hast du genau das, was du dir gewünscht hast, dass der Frühling hier repräsentiert wird und wir genau das bekommen, was wir selbst mit dem Frühling in irgendeiner Form verbinden und das alles zusammengepackt in eine wirklich unfassbar. Ja, mir fällt nur das Wort powerful ein. Eine Geschichte, die so viel Power hat, die so viel Stärke besitzt. Ihr Lieben, ich habe da gar keine Worte für. Es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Lest sie auf jeden Fall. Schaut es euch an. Es ist auf jeden Fall wert. Diese Bilder, dieser Text, diese Geschichte, das ist einfach so ein perfektes Konstrukt, das hier geschaffen worden ist. Ja, was soll ich sagen? Ich fand's fantastisch und ja, falls ihr es selbst gelesen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!